Herzlich willkommen, liebe Leute, zum vermutlich voraussichtlichen letzten Part von New Super Mario Bros. U Deluxe für die Nintendo Switch. Ich bin aufgeregt und sehr gespannt und wir sind rein in Pilzpalast Schloss. Heißer Aufzug. So, von dem Part, wenn man weiß, das Ende steht bevor, hat man immer ein bisschen Muffensausen. Man weiß nie, was passieren wird. Man weiß nie, ob man das überleben wird. Inwiefern man das überleben wird. Bis wer eigentlich alles killt. Den Sieg. Man muss ja erst aufpassen, dass man dann nicht irgendwie auf den halberten Weg mal alle Goombas einsammelt oder so, weil dann bleibt das Ding nämlich hardcore stehen. Deswegen bis alles weg ist. Was mir nimmst, weil das jetzt mal so verhängnis wird. Scheiße, war das knapp. Was ist denn für eine Scheiße hier? Weil ich muss hier rein. Dann vergessen wir das einfach. Was? Natürlich geht's dann. Ich dachte, du wolltest reingehen in die Röhre. Junge! Ist deine Röhre, wenn es nicht so reingeht? Was ist denn das für eine Phase? Nee. Also jetzt herpatzt hier das Huhn. Digga. Das ist doch Betrug hier. Aber ich glaube so Glück, dass das letzte Level eh ein Checkpoint-Level war. Weil ich werde mit dem Part so hart racen hier. I'm gonna predict immer. Eigentlich ist das ja nicht schwer. Es muss sein, dass keine Gegner da sind, dann geht dieser ganze Spaß ja schon. Aber es ist halt richtig wird, wenn dann irgendwie so ein Teil komisches Zeugs drauf kommen. Ist davon einfach nur eine Sache drauf. Ja gut, wenn man intelligent wegsteuert, dann geht das schon. Ja, ich nehme der Scheiße so auf alle Starcoins, whatever es gibt. Komm. Nur die Frage, was mache ich, wenn ich jetzt nicht ganz. Ah, gut, es kommt. Du hast. Ich dachte gerade, es wird so alles verreckt. Oh, nein, nein, nein. Definitiv gonna being much too much of set here. Boah, alles Klöne. Mal sagen, happy springen. So sinnvollen Zeitpunkten, ne? Ja, komm, wir pfeifen mal jetzt hier. So eine ganz salopp gesagt. Komm her, Münze. Nein! Nein! So eine Scheiße hier, meine Fähigkeit rutscht runter. Mann, aber ich bin zu weit gekommen und dann passierte so ein Bockkack-Mist. Naja, also es ist jetzt schon hier. Das Bass kann länger dauern und ich glaube, das ist eh nicht das letzte Level. Hier kommt noch mehr. Chlorreise Scheiße auf uns zu, aber wenn man hier aufpasst, dann kann man das, würde ich mal sagen, beim Hochfahren auch meistern. Weil tendenzielle Gegner tun einem ja nichts. Man muss halt einfach nur aufpassen und sollte nur keine Möglichkeit auch nochmal als Fehler weg im größten Stile vermeiden. Man darf halt nicht runterrutschen. Also wenn man das nicht macht, dann geht das schon auch. Ja komm, also was hat man einfach keine Chance. Thank you.
Die Dinger können einen auch ganz in Samen zulegen. Digga, ich bin hier doch weg. Da muss man erst aufpassen. Vor allem die Stelle hier. Richtig heftig hart. Chor. Wie er schnell sein muss. Und hier auch mindestens drin sein sollte. Weil es einfach das Ganze auseinander nimmt. So. Ja, weg mit dir. Weg. 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 Junge! Die konnte da noch so aus. Scheiße hier. Ja, wenn dieses heißt Bombenhinis weggehen, was soll ich da ein anderes. Digga. Der Shit hier ist doch hart behindert. Joa, jetzt kommt wieder dieser. Schöne. Was hier. Der mir nicht, wie gesagt, nicht so krass viel tut, aber anderen, die halt nicht Mopsy sind, tut das so ein ganzen was. Dieser Bums, die ganzen was an. Well, let's call it scheiße. Es ist alles im All. Ist nicht einfach. Weg! Wenn hier rein. Danke. Kommt jetzt Boss oder? Ich hab keine Ahnung. Ich meine, das ist eigentlich noch nicht. Ah nee, das war nur so noch so ein kleines Vorlevel. Aber na gut, vielleicht kommt im Cast noch mehr Level. Kann auch sein, dass das halt erst der vorletzte Part ist. Ich weiß erst jetzt die Fakte einfach noch nicht. Müssen wir werden mal sehen. So. Nee, ich glaube, das ist erst das Vorletzte, also es bahnt sich wirklich bis zum Turm zusammen. Aber die Spice hat auf jeden Fall so mal. Gut, es wird mir aber ein Spice hat, ist so gefühlt der Midway-Flex, bloß dass man da wieder zurück kann, falls man verreckt. Ist ja angenehm, falls man doch irgendwie irgendwo mal ein kleines Game Over sind. Ah, nee, warte mal. Ich habe keine Ahnung. Dass das eines der letzten Level sind, ist oder nicht, machen, dass wir hier erst aufpassen. Digga. Also, er hat nicht gerade unbedingt unter sein Rad kommen. Die Scheißdinger hier. Mit gerade meinem Leben. Ach, die Plattform. Digga. Hier. What the fuck? Ist das für ein. Alles klar! Du musst erst ein Scheiße zusammenreißen, wenn man keine Scheiße produzieren müsste. Ist verdammt nun mal nicht einfach, diese Level hier. Ja, ist klar! Wo kommst du dieses. Junge, das ist ein Gau in derselben Sekunde da runter geht, Junge. Ich sag nichts dazu. Der tut einen an sich halt direkt nicht töten. Macht einen aber insofern, das ist klar! Was ist das für ein Drecksvollidiot? Woher weiß man, wann dieser Hure so da runterkommt? Digga, das Level mache ich sofort mit den Luizis Kackdings da, wenn es funktioniert. Ich schwör's alles ein. Ist doch behindert!
die Plattform sind da nachher einfach am Arsch. Ja, ist klar, du, ist klar, Bowser. Ist belastend. Ich hoffe, dass ich nicht wieder weiter vorne anfangen muss, sonst ist eh. Nein, nee, ist wunderbar. Die letzte Schlacht, das sieht man mal. Ich weiß nicht, ob das wirklich das letzte Level ist oder nicht. Probier es jetzt so lange allein, bis der Luizi-Bot kommt, dann macht der. Und falls es wirklich das letzte Level sein sollte, auch besuche ich das ab. Spans oder so, würde ich es dann nochmal im nächsten Part so probieren. Aber ich glaube eh nicht, dass das letzte Level ist. Aber wenn es hier irgendwie den Luizi-Bot gibt, und den gibt er es ganz ehrlich. Das ist mir jetzt schon zu ätzend. Ich meine, ich mache keine Dummheitsfehler, aber hier, danke. So, mach's, Homie, dass das lacht wird. Ich weiß nicht, ob das letzte Level ist. Wenn ja, ist bestimmt mal so, weil ich es auch oft dann alles haben müsste. Der wird im letzten Part nochmal der finale Boss kommen. Den ist auch wirklich erledige. Weil ich kann das mir jetzt mal abgucken, wie das denn eigentlich funktioniert, dann der ganze Spaß. Aber Fanskin machen wir aus, haben wir gesagt. Wenn der Bot spielt. Bot kann es natürlich immer am besten, ist auch irgendwo auch klar. Das andere wäre sehr. Wäre sehr kurios. Ich sag's euch, Leute, YouTube backt heute den ganzen Tag so hart rum, dass das Essen nicht mehr feierlich ist. Nix funktioniert hier, niente nada. Weil funktioniert der Livestream nicht, da kann ich nicht aufs Live-Dashboard zugreifen und Slaken ist tot. Das Essen nicht feierlich ist. So, ja, der macht's halt ganz sinnvoll hier. Im Gegensatz zu mir. Das ist so auch. Das ist auch behindert hier alles. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es wirklich der Endboss ist. Wenn. Ja, übernehmen ist dann da. An die Eisbären nicht Mopsi, ne? Ich glaube, ich würde dann als der EZ fertig kämpfen. Das ist das Belastende daran. Aber ich glaube, wenn ich ganz kurz vor dem Ziel einspringe. Ja, shit, ich glaube, das wäre erst der letzte Kampf, Alter. Ja, was auch, wenn ich die letzten Millimeter davon selbst mache, ob es dann geht oder nicht. Das werden wir dann sehen, aber das ist so hart, der letzte. Sie müssen mal eigentlich nur irgendwie sinnvoll zu dem Dings gekommen. Was als Mobs nämlich wirklich totalst einfach wäre. Wäre wirklich totalst einfach. Ich kann Superstar da nicht mehr abschließen, das ist ärgerlich. Aber ich kann es doch noch nicht gewesen sein. Ist doch nicht das verdammte Ende vom Spiel, oder? Bin verwirrt.
nicht, ne? Gut, dass ich Super Assistent jetzt abgeschlossen habe. Hier kommt doch noch mal was. Wusste es doch. Hier wird es doch weitergehen. Damals haben wir so früh gefreut auf den Turm. Das böse Wachen, es kommt wieder. Aber ja, mit Pete. Die sich über Luigi freut. Natürlich nicht so wie... Oh, was passiert jetzt? Oh. So. Hier haben wir Bowser Junior. Oh, und eine riesen Bowser, der nochmal kommt. Heftige Geschichte. Wir haben jetzt gleich Weisheitshaufen auf einmal. Wie ihr seht, zwei sehr heftiger. Gut, wobei, wenn man das hat, dann geht's. Dann kann man leicht drüber fliegen. Dann muss man so irgendwie dreimal hitten. Das hier dem auszuweisen, ist nahezu unmöglich. Also ihr seht so eine heftige Geschichte dieser Endbosskampf hier. Aber wenn man es so macht, dann geht das schon. Ist jetzt eigentlich gar nicht mal so das krasse Problem. Aber das muss man auch erstmal kommen. Was ist jetzt hier? Ich glaube, ich probiere ganz kurz hier vorne diesen dritten und vermutlich letztes Mal hätte, dass ich ihn dann hart rannehme. Weil alles andere wollte ich nicht überleben. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht bereue. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Assistent bin oder nicht. Ich glaube leider. Oh oh, oh oh. Noch nicht weg, noch nicht weg. Doch, weg, weg, weg. Wunderbar. Den haben wir es gezeigt. Und eigentlich durfte es kein Assistent mehr sein. Man weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das war's, ne? Ja, so, mach's gut, ne? Ey, Alter, ich... Ich hab den Assistent doch als kurz davor ausgezahlt, oder bin ich auf ihn eingegangen, weil ich nur ein Kind bin? Ja gut, dann... haben wir es halt in der Form, und Luigi... trifft Pete's. Und die feiern. Alles toll. Alles schön, da hinten ist Mopsi. Der rennt auch noch so weg. Ich komme, glaube ich, leider kein Abspann, weil ich das ja nicht selbst beendet habe, oder? Das ist immer die. Das harte sein daran. Nee, vom Abspann müsste ich den Spaß selbst machen. Und das mache ich im finalen letzten Part, der morgen stattfinden wird. Hier haben wir uns das. Oh Gott. Hier haben wir uns den ganzen Spaß eben schon mal angeschaut. Keine Ahnung, wie sieht das rauskommt, das sehen wir dann. Aber ich bedanke mich soweit ganz herzlich beim Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.